Hautnah wird Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hautnah. Ja, ich bin ein bisschen beim Basketballspielen mit Johannes. Ihr kennt ihn sicherlich alle aus der Ludwigsburger MAP Arena. Dann hat er immer ein Foto in der Hand. Ja, du machst richtig schöne Basketball-Action-Bilder. Wie kam es dazu? 2013 war ich Basketball-Bundesliga, also im Headquarter von der Basketball-Bundesliga. Und wollte ich ein kleines Social-Media-Praktikum machen. Das hat dann nicht geklappt. Die haben dann gemeint, aber hey, komm, geh doch nach Ludwigsburg, du machst geile Bilder, machst dort ein paar Bilder. Und dann war das legendäre Wiederholungsspiel, ja, und seitdem bin ich... Playoffs gegen Bayern München. Genau, ja, seitdem bin ich dann, häng so ein bisschen mit drin und bin jetzt seit einigen Jahren dann auch der Fotograf für die MHP-Riesen, ja. Sehr cool. Aktuell hast du mit Kevin Martin eine Fotoreportage gemacht, genau, die ja auch bei basketball.de zu sehen und zu lesen war. Darüber reden wir gleich mehr. Ja. Jetzt schauen wir erstmal, ja, am Wochenende ging es ja für die Ludwigsburger MHP-Riesen nach Oldenburg. Wie das Spiel ausgegangen ist, ja, und wie vor allem die Stimmung danach war, das zeigen wir euch jetzt in einem kleinen Beitrag. Das lief nicht so, wie es sich Head Coach John Patrick vorgestellt hatte. Zumindest das Endergebnis passte ihm gar nicht. Beim Tabellennachbarn Oldenburg führten die Riesen nach einem starken zweiten Viertel mit 44:35, leisteten sich aber im entscheidenden Schlussviertel eine Schwächephase und erzielten nur noch 4 Punkte. Wir hatten leider 2 Verletzungen in der dritten Viertel und ja, wir waren da am Ende mit 6 gesunden Spielern. Und ja, es hat nicht geklappt, aber viele positive Sachen auch vom Spiel. Und ich hoffe nur, dass wir ein paar mehr gesunde Spiele haben für Donnerstag. Nach wie vor fehlen John Patrick mit Tekal Cotton und Calvin Martin auch wichtige Spieler. Das heißt es am Donnerstag gegen die Eisbären Bremerhaven zu kompensieren. Ja, meine Sorgen liegen mehr mit anderen Spielern, weil es sieht nicht gut aus für Tekel oder Calvin für die nächsten Wochen. Und wie gesagt, wir können auch nicht jetzt trainieren. Wir hoffen, dass die Spieler 2-mal pro Tag Rehab kriegen und dass die mindestens für das Spiel am Donnerstag halbwegs gesund sind. Weil gegen Bremerhaven geht es halt darum, zumindest jetzt erstmal diesen 8. Platz weiterhin zu verteidigen. Und es ist ein Heimspiel gegen Bremerhaven, da will man natürlich schon gewinnen. Ja, wir müssen, also ich möchte nicht sagen, dass wir gewinnen müssen, aber eigentlich zu Hause gegen Bremerhaven ist eine super Chance, die 15. Sieg zu kriegen. Nur noch 5 Spiele stehen in der regulären Runde an. Es werden sicher 5 heiße Endspiele um einen Platz unter den ersten 8 werden. Ich bin immer noch mit Johannes hier am Basketballcourt und mittlerweile schauen wir auch die Bilder an, die du ja über Calvin Martin gemacht hast. Du hast ihn quasi einen Tag lang mehr oder weniger begleitet, also vom Training ja, bis dann zum der Weg dann zurück in die Halle und dann zum Spiel. Wie kam es dazu? Ich bewerbe mich auf Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover und dafür hat mir noch eine einzige Serie gefehlt und ich wollte irgendwas Besonderes machen und auch eine Sache machen, die vielleicht nicht jeder Zugang zu hat. Und er dachte, hey Calvin, der mag die Bilder immer und ja, frage ich ihn einfach mal, ob ich ihn nicht begleiten darf einen Tag lang. Und genau, das hat dann auch so funktioniert. Richtig schöne Bilder sind dabei rausgekommen, die schauen wir uns jetzt mal an. Das Schlussbild gefällt mir richtig gut. Der Blick quasi in die Kabine. Man sieht, weiter darfst du nicht ran, aber ja, richtig schöne Fotos, die ja auch bei basketball.de letzten Freitag dann online waren. Genau. Simon Lindner, der Hallensprecher, hat dazu dann einen Text geschrieben. Auch eine gute Aktion, oder? Total, ja, auf jeden Fall. Also das ist
natürlich kann man nicht überall mit rein und es gibt natürlich einfach Dinge, die auch in dem Team bleiben sollten. Und da ist so diese Türschwelle zur Kabine, ist einfach da so eine Grenze für mich und das ist auch akzeptiert natürlich dann auch voll und ist einfach, ja, trotzdem dieser Blick hinein ist irgendwie auch, was glaube ich, was ganz interessant ist, was nicht jeder zu sehen bekommt, ja, deswegen. Was ich interessant finde, das ist immer so Hintergrund. Du sagst selbst, du bist eigentlich gar kein Sportfotograf. Ich fühle mich nicht so als Sportfotograf. Ich fühle mich schon auch eher, dass ich eher so reportagige Sachen mache die ganze Zeit. Natürlich muss man das immer so ein bisschen abgrenzen. Oft muss man natürlich auch liefern Bilder, das ist ganz klar. Aber ja, also so mein Herz und meine Seele liegt eigentlich nicht in der Sportfotografie. Aber irgendwie beim Basketball, weil Basketball, ja, da passiert auch viel außenrum. Total. Das ist deswegen der Basketballsport, der dich so ein bisschen angefixt hat? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sieht man es in den Staaten, das ist natürlich auch viel Show außenrum. Das ist in Europa nicht ganz so extrem haben natürlich, aber ja, der Basketball ist natürlich gibt es dann die Helden und ja, es ist immer sehr, sehr, also oft auf einen Menschen fixiert und das gefällt mir natürlich auch, aber ja. Ja, der Calvin hat ein eigenes Magazin, da wird die Serie natürlich auch drin vorkommen. Darauf darf man sich auf jeden Fall schon mal freuen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück mit Hautnah. Bleibt also dran, bis gleich. Unterstützen Sie die MHP Riesen Ludwigsburg. Basketball der Spitzenklasse am 13. April um 20.30 Uhr in der MHP Arena Ludwigsburg. Herzlich willkommen zurück bei Hautnah, immer noch mit Johannes Roth. Ja, Johannes, die Playoffs. Ja, die müssen die Riesen auf jeden Fall mindestens erreichen. Da gehen wir davon aus, dass es klappt, oder? Ja, das muss klappen. Also mit der neuen Verpflichtung von Kennedy natürlich, klar. Und dann schauen, was passiert. Ne? Möglichst tiefer Run natürlich. Und dann schauen wir einfach mal. Richtig gut eingeschlagen hat auch Johannes Thiemann. Ja. Deswegen jetzt von Johannes Roth zu Johannes Thiemann. Denn der hat in dieser Woche auf den Social Media Foren der Riesen die Fanfragen beantwortet. Und wir haben über die Schulter geschaut. Aus Facebook, Marc Jonsen, würdest du gerne mal in der NBA spielen und wenn ja, in welcher Mannschaft? Natürlich würde ich gerne mal in der NBA spielen, weiß aber nicht für welches Team, wahrscheinlich ja, Miami vielleicht, irgendwo, wo es sonnig ist. David möchte wissen, wer dein großes Vorbild ist. Mein großes Vorbild, eigentlich habe ich da nicht direkt eins, also früher war ich ein großer Blake Griffin-Fan. Natürlich aber auch Dirk Nowitzki und mehrere Spieler, Dwight Howard früher. Jetzt mittlerweile habe ich kein direktes Vorbild. Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich hab Barca mit 14, knapp 15 angefangen, also relativ spät. Das auch mehr aufgrund der Größe. So wirklich klar war es noch nicht, dass ich es wirklich machen will. Aber ich denke so, ja, mit 14, 15 habe ich mich dann wirklich in den Sport quasi reingefunden und seitdem liebe ich es zu machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder deutsche Spieler will sich hier durchsetzen und arbeitet mindestens genauso hart, um sich in der Liga zu etablieren. Ich denke, es gibt einfach sehr viele gute Amerikaner und ich denke, deswegen ist es schwer, sich für Deutsche da durchzusetzen, weil ich denke einfach, dass es, sage ich mal, mehr Amerikaner gibt als Deutsche, die aktiv Basketball betreiben. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, aber ich denke nicht, dass es am Ehrgeiz liegt. Puh, NBA wird dieses Jahr, denke ich, interessant. Ich bin gerade im Osten, ob sich da Cleveland nochmal durchsetzen kann oder ob Boston, ja, Toronto, da gibt es mehrere Teams, wo ich sage, da wird es härter. Ich tippe trotzdem auf die Finals Cavs gegen Golden State. Und in der Bundesliga, ja, da schauen wir mal jetzt, auf welchen Platz wir landen und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Da gab es mehrere Momente, aber ich würde jetzt sagen, der Aufstieg damals mit Baunach in die Pro A, das war so ein großer Moment, wo ich mich gerne zurückerinnere.
wir rufen uns bei unseren Spitznamen oder zweiten Namen. Und ja, manchmal kommen da auch ein paar komische Namen raus. Die meiste Zeit schaue ich Netflix oder spiele Monopoly mit David, Cliff und Martin. Johannes Roth für 3. Ja, Mensch, super. Das hat ja nochmal gut geklappt zum Abschluss. High Five. Vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Das war's leider schon wieder mit Hautnah für diese Woche. Ich werde jetzt auch gleich nochmal probieren, den Ball zu versenken. Für euch gibt's jetzt noch die Ergebnisse der letzten Woche, die Tabelle und natürlich der Ausblick auf die nächsten Spiele. Bis bald. Macht's gut. Und Johannes, ich probiere es auch mal. Ich mach's von hier, okay? Schade. Die Riesen bleiben on the top und vertreten Qualität. Frag mal die gelbe Wand, wenn die ganze Halle bebt. Die Mentalität, die die Fans an Tag bringen, ist überwältigend, ist einfach purer Wahnsinn. Keine Frage, denn das Beste siehst du hier. Diese Riesen geben alles, Hashtag ihr, wir. Alle Hände hoch für die MHP. Riesenfairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Alle Hände hoch für die MHP, Riesenfairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Hautnah wurde Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee.